Oder sind wir auf Lugano? Und versuchen das alte Gewölbe zu öffnen, ohne Plan. So wie immer. Bin hier gerade in Archiv 1. Was sehr spannend war. Und jetzt weiß ich auch noch nicht, wie wir hier wieder rauskommen. Vor allem. Ich kann ja mal hier so hoch gehen. So, sind wir ja zumindest schon mal wieder etwas höher. Das finde ich ganz gut. Ja, das sieht doch ganz gut aus, da hinter uns. Oder? Sollte der Weg so einfach sein? Wie schwer mir das am Anfang fiel. Ich spüre was Seltsames. Nebel? Das klingt jetzt komisch, aber ich glaube, es ist das Astrium. Je näher wir dem Gewölbe kommen, desto stärker wird es. Vorsicht, Kumpel, wir wissen nicht, wie das Ding funktioniert. Und los, BD. Aber echt. Mal eben. Ich schreibe das nur mal eben auf. Das ist, was wir machen. Nichts leichter als das. Ja. Selbst ist wie ein riesiges Holocron. Irgendwas ist mit der Wand. Ja, sehen wir nach. Uns alle an, oder? Ja. Das ist schon ein bisschen gruselig.
Diese Chronik unserer Zivilisation ist für die Nachwelt gedacht. Trotz Weisheit und Fortschritt stehen wir vor der Ausrottung. Dogmen ließen uns das Gleichgewicht verlieren und langsam hat unser Stolz uns korrumpiert. Je mehr Kontrolle wir anstrebten, desto näher kam der Untergang. Ich führe den Rest meines Volkes ins große Unbekannte. Frieden, dies ist unsere große Hoffnung. Ich werde sie die Wege der Macht lehren. Meister Kestis? Wir werden mit dem Aufwärmen beginnen. Was ist die Macht? Versammelt euch alle. Meister Kestis? Glaubt ihr, das Imperium findet uns? Kleine Zukunftsvision. Schon wieder. Ergib dich, dann verschonen wir vielleicht die Jüngsten. Ganz recht. Auf die Knie. Was passiert mit uns? Meister Kestis,
Warum? Die absolute Albtraumnummer hier. Es ist echt fies. Es ist echt mega fies. Es geht mir ab. Und das ist wieder der Spiegel, okay? Deine Reise in die mögliche Zukunft. Tja, wer hat jetzt wen kaputt gemacht, frage ich mich. Wieder mit. Oh, ich schon befürchtet, dich hier zu sehen. Oh, wie ungewöhnlich vorausschauend von dir, Padawan. Ich dachte, deine größte Tugend wäre deine Sturheit, wenn du von einem Debakel ins nächste stolperst. Dann war es wohl ein Fehler, mich auf Bracca nicht zu töten. Das war Mitleid. Was ist schon ein kleiner Padawan gegen einen Preis, der mir die Gunst des Imperators verschafft? Und du glaubst, ich lasse dich mit dem Holocron entkommen? Aber natürlich nicht. Wir haben beide unseren Stolz. Aber dein Stolz hat das Leben so vieler machtbegabter Kinder auf dieser Liste gekostet. Und jetzt auch dein Leben. Wie du gesagt hast, ich bin sehr stur. Ich kann nicht mal den Namen aussprechen. Da hat sie schon auf mich abgesehen. Die Triller. Hat sie dich nicht trainiert? Du wirst nicht mehr lange stehen. Oh. Das ist ein bisschen den Eindruck, dass sie damit recht haben könnte. Ist sie überhaupt schon angekratzt? Immer noch auf der Flucht? Noch ein Stimm! Hilfst du mir mal, BD? Du blutest wie alle anderen. Das ist doch nicht wahr! Hilf mir! Hier! Kommt man überhaupt an die ran? Ich hab schon viel Schlimmeres ertragen. Okay, ich glaube, das ist eventuell schwieriger als ich dachte. BD, stimm zu mir! Also ich finde tatsächlich, ich hab's ja schon mal... Schon mal gesagt. Sag mal, jetzt hör mal auf damit da! Immer noch auf der Flucht? Okay, also was ich meine ist, ich finde diese Unterschiede in den Kämpfen ziemlich krass, muss ich sagen. Also, nervt so ein bisschen, weil die einen haut man irgendwie so weg und die anderen sind wie sie. Kenne deinen Platz. Dein Ende naht. Ich weiß nicht mal, wo ich
ich bin. Ich habe es nicht mal mitbekommen, dass wir tot sind. Okay. Shit. Ja, das kann sich jetzt eine Weile hinziehen. Wie ist die Tante? Triller? Fies, ey. Was machen wir denn jetzt mit der? Ich spiele ja schon nur noch im Jedi-Modus. Ritter, Jedi-Ritter-Modus, nicht mehr im Meister-Modus. Schon seit einer ganzen Weile. Und deswegen waren auch manche Gegner wahrscheinlich so mega einfach. Aber die nun wieder ist so krass. Wohin soll ich noch zurückschalten? In Story-Modus? So. Immer noch auf der Flucht? Ah! Ich habe schon viel Schlimmeres ertragen. Immerhin, da waren wir noch nicht. Das ist schon mal was. Oh, sei vorsichtig. Es kommt direkt aus der Hölle. Oh nein. Es ist ein Baby-Cookie. Geht nicht. Wir dürfen uns nicht trennen. Bleiben wir zusammen. Nein. Ich locke sie weg und kehre dann auf einem anderen Weg zurück. Bleib bei den Jünglingen, Triller. Möge die Macht mit dir sein. Meisterin, bitte geht nicht! Triller, was wird jetzt passieren? Alles okay. Alles okay. Kleines Klubschi. Eine Inquisitorin wird geboren. Als die zweite Schwester Kerl im Gewölbe auf Bogano attackiert, gelangt ihr Lichtschwert durch ein unglückliches Manöver in seine Hände. Hey, das war geniale Taktik. Und löst bei ihm ein Echo in tragischer Vergangenheit aus, ihrer tragischen Vergangenheit aus. Kerl erfährt von Trillers Geschichte als Ciri's Padawan, einschließlich der verstörenden Details ihrer Gefangennahme und Verwandlung in die zweite Schwester. Als diese Offenbarung Kerl für einen kurzen Moment lähmt, gelingt es Triller, ihm das Holocron zu stehlen. Ja.
Schnurps! Hilf mir! Hier! Au! Ist die anderen, ey! Wie war denn das? Wartet mal. So. Mal da, wo es am verbautesten ist, ne? Ich würde ja gerne mal wissen, was diese Tür da ist. Soll mal hingehen. Immerhin war das ziemlich bewacht hier. Lass uns mal gucken. Springen. Eine kurze Speicherung. Ach, wisst ihr was? Wir füllen uns mal wieder auf. Was sollen wir wegen der Krebs unternehmen? Ganz ruhig, Grünschnabel. Richte einfach deinen Blaster auf sie und drück ab. Okay, schon klar. Zielen und schießen. Genau. Ja, hier bin ich irgendwie ganz falsch, ne? Oder? Dahin? Alles probieren. Toll! Super! Oh, echt jetzt? Peinlich. Okay. Warte, da muss ich hier überhaupt runter? Hoch will ich da. Komme ich damit hoch? Nee, der fährt runter. Was ist das hier? Mal oben bleiben. Ja, da bin ich jetzt nicht besonders weit gekommen.
Aber woanders geht's ja auch nicht hin, ne? Gehen wir hier entlang, BD. Komm schon, Kumpel. Ja, sehen wir es uns an. So, wie war denn das? Komme ich nein zurück? So, ne? Ja. Läuft. Das Leben ist so viel einfacher, wenn man auch aufwärts rutschen kann. Springen kann. Guck mal, die haben gar nicht mehr so viel Angst, ne? Meint ihr, ich finde jetzt mein Buchling, jetzt wo ich endlich wieder auf der Mantis bin? Ich habe im letzten Let's Play ein Buchling gewonnen. Sia. Ich habe gesehen, was geschehen ist. Zwischen euch und Thriller, was ihr durchgemacht habt. Es tut mir leid. Ich war arrogant und echt dämlich. Ich habe nie verstanden, was ihr durchgemacht habt. Sie hatte ein Holocron. Ich bin verantwortlich für den Weg, den Triller verfolgt. Und was sie als nächstes tut, ist die Quittung für all meine Fehler, Kerl. Unsere Fehler sind Vergangenheit. Wir sind alle verantwortlich. Und was wir als nächstes tun, ist das Wichtige. Das habt ihr mich gelehrt. Du hast recht. Ich weiß, wohin sie will. Zu einer Festung. Dorthin bringen sie Jedi. Die Inquisitoren kommen von diesem Ort. Dort regiert Folter. Es ist der Ausgang meiner Flucht. Hätte nie gedacht, dass ich zurückkehren würde. Ihr geht aber nicht allein. Ihr habt einen Freund bei euch. Nein. Ich habe einen Jedi bei mir. Kniet nieder. Gemäß dem Recht des Rates, nach dem Willen der Macht, Cal Kestis. Steh auf, Jedi-Ritter. Du bist bereit. So wie ihr. Ach, schön. Na dann, wenn das kein Cliffhanger ist, weiß ich auch nicht.
So, Reiseziel freigeschaltet. Inquisitorenfestung. Oh mein Gott. Ja, das werden wir als nächstes tun. Ich weiß immer noch nicht, wo der Bogling ist. Vielleicht offenbart es sich erst, wenn wir reisen oder so. Ich weiß es nicht. Ich bin ganz deprimiert. Weil eigentlich habe ich doch einen Bogling bekommen. Aber ich habe ihn noch nicht gefunden. Du machst langsam Fortschritte, Kerl. Du bist dir gewachsen? Bin gleich wieder da. Was war das? Ich will den Bogling. Wo ist dein Bogling? Ruhig. Zu ruhig. Ihr Jedi solltet lieber handeln, statt nur zu reden. Kein Naturfan, was, Grace? Nur hinter Glas. Die Natur ist auch kein Fan von mir. Wo ist mein Bogling? Sekunde. Kein Bogling. Naja, gut. Also, wir werden ihn schon entdecken im Let's Play. Ihr könnt ja nochmal nachgucken. Habe ich einen Bogling befreit. Und dann habe ich ihn an Bord geschickt. Und dann kam die kurze Notiz: Zieh dich um an Bord der Mantis. Du hast einen blinden Passagier. Einen Bogling. Und den will ich jetzt haben. Ihr wart mit Cordova bestimmt oft hier. Nein. Er hat mich nie hierher geführt. Er hat nur davon erzählt. Ich war die Einzige, die wusste, wo der Ort liegt. Er hat euch vertraut. Ja, sieht ganz so aus. Er war sicher, dass ich ihm glaube und seine Aufgabe beende. Hoffentlich hatte er recht. BD1 glaubt dran. Er ist ein kluger Droide. Ja, auf jeden Fall. So, na gut. Kein Bogling. Vielleicht, wenn wir reisen. Das tun wir aber erst im nächsten Let's Play. Ich freue mich auf euch. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über ein Abo, damit sich meine Statistik von 50% nicht abonnierenden Viewern vielleicht anpasst. Da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr schon mal dabei seid. Schlagt das Glöckchen. Und dann freue ich mich am meisten, wenn ich euch im nächsten Let's Play wiedersehe. Habt alle einen schönen Tag, eine schöne Nacht, wo immer ihr auch seid.